So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wir spielen Runde Titanfall. Ja, Titanfall 2, wie gesagt, ist immer noch richtig, richtig spaßig und wir spielen auf Forward Base Kodai, verstärkter Hardpoint natürlich und ich bin sehr gespannt, wann die Entwickler etwas Neues zum Spiel ankündigen, denn ja, jetzt ist schon ein bisschen Zeit her seit dem letzten DLC und ja, ich bin sehr gespannt drauf, was da als nächstes kommen könnte, denn es ist ja das Gerücht, oder zumindest gab es mal das Gerücht, dass eben so ein Koop-Modus kommen könnte. Und darüber würde ich mich sehr freuen, denn mit Freunden sowas Koop-Spielen macht eigentlich immer Spaß. So, jetzt nehmen wir erstmal A ein. Keine Ahnung, ich bin so 5 Minuten in Titanfall drin und es macht sofort wieder Spaß. Es ist einfach irgendwie so ein Spiel, das macht einfach Fun. Und ich hoffe, dass es euch genauso geht. Also falls ihr das Spiel noch nicht habt, ich kann es euch wirklich empfehlen. Ich weiß, ich sage das oft, aber ja, viele, viele wollen Titanfall keine Chance geben oder denken halt so, oh Gott, das ist genauso wie COD und Jumpen und Boosten und so. Aber es hat einfach viel coolere Sachen, finde ich persönlich. Und ich war mal wirklich Fan von COD. Oh Gott, ich kann nicht aimen. Ich habe den einfach nicht getroffen. Und ja, es ist halt eine andere Art von Shooter und es hat seinen eigenen Touch, seinen eigenen Anstrich und das finde ich an dem Spiel einfach super. Das ist einfach das, wo ich sage, das hebt sich halt damit ab. Nicht nur, dass es halt Titans hat und auch die Titans total unterschiedlich sich verhalten, sondern generell vom Gameplay her halt. Zum Beispiel das Movement ist halt richtig nice und wie sie spielt und die Maps sind cool. Ich finde es gibt diese fast keine Map, die irgendwie schlecht ist oder mir nicht Spaß macht. Selbst die Map, wo mir am Anfang gar keinen Spaß gemacht hat, macht mir jetzt großen Spaß. Und sie bringen ja immer wieder neue Maps rein, dann gibt es noch Livefire und ja, das macht einfach super Fun und dadurch, dass sie halt jedes, alle 2 Wochen, alle paar Wochen einen neuen DLC ankündigen. Dieser Typ hier oben, der hat mich gut erwischt. Ja, da hat man immer was zu tun im Spiel und jetzt haben sie ja auch das Prestige auf Level 100 erhöht. Das heißt, man kann jetzt 100 Mal Prestige machen sozusagen, also 100 Mal Level 50 erreichen und das geht ja auf jeden Fall gut ab. Ich suche jetzt gerade den Typen und der hat sich natürlich woanders versteckt, womit ich natürlich nicht gerechnet habe. Es gibt manchmal so Leute, die sitzen ein bisschen weiter oben und wollen ein bisschen, ja, ein bisschen die Leute ärgern. Und er schafft es ganz gut. Diese Runde ist ein bisschen, ja, wir sind ein bisschen im Rückstand, da steht wieder ein Geschütz. Ich finde es ja immer lustig, dass die Leute so die Geschütze da in die Gänge stellen, obwohl das eigentlich auch ganz schlau ist, denn man kann da nicht wirklich reinkommen. Jetzt haben sie zwar die Geschütze so gemacht, dass sie leichter zu zerstören sind, aber dennoch ist es manchmal ganz schön nervig, vor allem wenn sie an guten Positionen aufgestellt sind. Sie sind nicht mehr so stark, wie sie vorher waren, aber ja, es ist schon noch, manchmal kann es schon ziemlich krass sein. Vor allem, wenn du dann ein Gegnerteam hast, wo halt, keine Ahnung, zwei, drei Geschütze irgendwo an anderen Positionen hinstellt. Ja, dann kann es schon ziemlich heftig werden. Der wurde mir leider ein bisschen weggeschnappt. Den hat sich ja anderer geknallt, geknallt. Voll versprochen. Und ja, das Spiel macht einfach Riesenspaß. Und der neue Titan habe ich jetzt ein bisschen länger gespielt. Ist auch sehr cool. Hat so viele neue Möglichkeiten, wie man eben Titans spielt, weil er eben sich so anders spielt und bin schon auch schon wieder aufgestiegen. Bin ja jetzt kurz oder knapp davor, auch Prestige 6 zu werden oder zumindest, ich habe schon noch ein bisschen was zu tun, aber Prestige 6, was sage ich da? Prestige 8 meine ich. Und ja, es macht einfach riesen Spaß, weil das Spiel einen dauernd motiviert. Man levelt immer wieder auf, schnell abhauen, weil da hinten ist ein Titan. Da sind mehrere, hinter mir ist auch noch einer. Und ja, ich werde eventuell demnächst mal, warum habe ich eigentlich die Punktetabelle schnell aus damit immer noch an? Ich werde demnächst mal, denke ich, auch einen neuen Titan ausprobieren. Ich muss einfach mal einen neuen ausprobieren, auch wenn ich halt mit dem Iron so eingespielt bin und so. Aber ich muss unbedingt mal einen neuen ausprobieren und halt mal schauen, wie der ist. Hier wird gerade einer ein bisschen angeschossen, da kann man auch noch mal ein bisschen was dazu tun. Denn ich spiele einfach gerne einen Granatwerfer. Der wurde zwar sehr runtergepatcht, also die Kugeln sind viel weiter geflogen und alles, aber trotzdem. Man ist einfach damit eingespielt und sogar Level up. Und ja, mit dem kann man einfach gut irgendwie Ärger machen bei den Gegnern. Boom, in your face. Den habe ich schnell eine gegeben. Schnell wieder rein, denn da außen wartet einer nur noch. Da kommt gleich der nächste und der hat mich gerecht. Der hat mir auch eine Faust gegeben.
Ja, oh, der hat sich sogar da reingezogen. Ja, diese Runde sieht nicht so gut aus für uns. Wir werden wahrscheinlich leider verlieren. Aber ja, kann ja nicht jede Runde gewinnen. Also da ist auch noch einer. Oh, ich wollte reingehen und ihn eine klatschen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ja, aber es macht trotzdem Spaß. Auch wenn man mal verliert oder so. Ich meine, man kann ja nicht immer gewinnen. Das ist ja normal. Und das fordert einen ja dann auch wieder, die nächste Runde einfach noch besser zu spielen. Da ist auch einer, zack, weg. Und er hat noch sein Messer fallen lassen, auch ganz lustig. Wir zwei nehmen schnell hier ein. Ich finde auch den Banner ganz cool, den ich habe. Der sieht ziemlich cool aus. Den gab es, glaube ich, im letzten DLC. Ne, im vorletzten DLC, genau. Und ja, ich hoffe, dass demnächst etwas angekündigt wird zum neuen DLC. Und dann bin ich echt gespannt, was da kommen wird. Welche Map kommen wird, ob ein neuer Modus kommt. Und ja, das wird auf jeden Fall cool. Vor allem die neuen Banner, die dann dabei sind und Plaketten. Da bin ich auch immer sehr gespannt drauf, was da dabei ist. Da freue ich mich auch immer. Und ja, hier geht es ziemlich ab. Bei B ist immer richtig Action. Da kann man gut, ja, ihr seht es ja gerade, boom, schon wieder explodiert. Man muss da immer in beide Richtungen halt gucken oder zumindest halt schauen, dass man immer wieder mal in die eine oder andere Richtung guckt, damit man die Gegner auch sieht, weil sonst gibt es böse Überraschungen. Und C hatte ich auch mal eine Runde, wo oben einer gesessen war und die ganze Zeit hier runter gesniped hat. Vor allem, man kann sich da oben in den Bäumen oder Gebüschen verstecken und dann kann man da richtig schön runtersnipen. Da kommt auch schon mein Iron. Keine Ahnung, ich habe mich so gut mit der eingespielt. Das macht einfach so Spaß mit dem. Es ist halt wirklich so wie in der Story. Man spielt sich mit seinem Titan ein und irgendwie wird man, keine Ahnung, es hört sich dumm an, aber man fühlt sich einfach mit dem Titan irgendwie, zumindest solange man spielt, verbunden. Man hat so viel Zeit mit dem verbracht. Jetzt steige ich einfach mal aus, keine Ahnung warum, falsch gedrückt. Und ja, das ist irgendwie einfach, ist es halt der Titan, mit dem man spielt. Man hat sich eingespielt. Ein Kumpel von mir spielt sehr gerne mit Ronin zum Beispiel. Und ja, der hat da riesen Spaß mit dem und er spielt halt auch keinen anderen Titan. Und es ist echt schwer, sich dann dafür zu entscheiden, einen neuen Titan zu spielen, weil man muss mit dem ja alles neu freischalten und wieder anfangen und so. Und deswegen bleibt man halt immer bei den Titan, den man halt schon ewig spielt. Und ich muss mich aber echt mal versuchen, dann aufzuraffen, eben mal einen neuen Titan zu spielen, dann einfach mal etwas anders zu machen, außer immer mit demselben. Wir haben es dann noch reingeschafft. Da kommt auch noch einer dazu. Und ja, wir haben es geschafft. Wir sind geflüchtet. Und das war zwar eine verlorene Runde, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Bin noch zweiter Platz geworden, war ganz gut. Und ja, war auf jeden Fall sehr nice. Und ich finde zum Beispiel auch ganz cool, wenn dann der Koop-Modus kommen würde, dass da vielleicht eventuell ein anderes Level-System dabei ist, dass sie da vielleicht ein separates machen oder so, würde ich mich auch ganz gut drüber freuen. Ja, die Runde ist geschafft, die Runde ist zu Ende und damit komme ich auch zum Ende vom Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Würde mich sehr freuen über einen Daumen oder so oder einen Kommentar vielleicht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.